Guten Tag, Wittenberge. Wenn wir ehrlich sind, ich zumindest ein bisschen enttäuscht, dass wir doch nicht mehr sind. Okay? Kommen ja noch ein paar zu, denken wir mal bei der Rundfahrt. Wollen wir mal sehen. Ja, wir wissen ja, warum wir hier sind. Diese Regierung, da eigentlich kannst du noch mit dem Kopf schütteln, du weißt ja vor Dummheit ja nicht mehr, was du noch sagen sollst, ja. Was da passiert. Diese Kriegstreiber, ich weiß nicht, was mit denen los ist, keine Ahnung. Alle, die wir irgendwo schon mal gedient haben, da zähle ich mich ja auch zu, wir wissen, was eigentlich was los ist, was eigentlich passieren kann. Und ich glaube nicht, mir fehlen wirklich die Worte, über so viel Dummheit kann ich da wirklich, da kann man nichts mehr zu sagen. Wir wissen eigentlich alle, warum wir hier sind. Wir müssen da was gegen tun, gegen diese Verbrecher. Da oben, das ist einfach nicht mehr normal. Die wollen uns irgendwo in den Krieg drin zwingen und wir müssen uns, wir dürfen uns das einfach nicht gefallen lassen, was hier passiert. Wo ist es? Herzlich willkommen, Wittenberg und Umgebung. So, ich hoffe, ihr habt gute Hits zu Hause. Wollt ihr euch mal hin? Die Ampel muss! Wir sind die! Die Ampel muss! Wir sind das! Dankeschön! Wir sind eine Nation, die eine deutsche Kultur und einen gesunden Nationalstolz als verwirklicht hat. Wir sind eine Nation, die keine Freiheit und Freiheit hat. Wenn diese Zustände anstrengend wird, beschimpft, ausgegrenzt und als Rechtsanspruch. Uns wird die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt, während die Clan-Kriminalität ganze Innenstädte wird. Wir sind eine Nation, dessen Wohlstand einzig und allein auf unserem Bildungssystem aufbaut, welche in Studien nur noch das untere Mittelfeld bringt. Wir sind eine Nation, die auf vielen Ebenen abgehängt und verkommen ist zu einem Witz. Vor allem aber sind wir eine gespaltene Nation. Durch jede ungelöste Krise, sei es Covid, der Euro, Klimaflüchtlinge oder Krieg, haben wir uns in unserer Schützengräben zurückgezogen und verlernt, miteinander zu streiten. Wir haben unsere Kraft, unsere Entschlossenheit und unseren Mut für die Zukunft gegen die Angst eingetauscht. Aber vor allem haben wir unseren Stolz und unsere Lebensfreude verloren. Wir selbst, jeder einzelne von euch, haben das Hier und Jetzt, die Zukunft unseres Landes in der Hand. Wie soll es weitergehen? Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich erreiche, aber allen, die mich jetzt hören, rufe ich zu. Ihr seid nicht allein. Der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir das Volk, unsere Nation, als geeinte Kraft zusammenfinden und auf die Straße gehen. Es wird Zeit, das zu tun, das zu schaffen, das einzufordern, was uns zusteht. Eine Politik der Vernunft, der Freiheit, der Verantwortung und des gesunden Menschenverstandes. Wir mögen uns nicht mit allem einig sein, aber eins ist gewiss: Es kann so nicht weitergehen. Es gibt keine Ausreden mehr. Wer jetzt nicht aufsteht, wird es nie tun. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Es waren die Hauptarbeiter der Patrioten an euch, die dieses Land aufgebaut und sprachen, und in den letzten Jahren noch schlimmer zu handeln. Es werden die gleichen Hauptarbeiter und Patrioten für euch sein, die dieses Land retten werden. Und unseren Freiwilligen und unserer Schaffenskraft gibt es keinen Berg, den wir nicht besteigen können. Keine Herausforderung. Thank you.
Guttenberge, alle Hessenland! Es wird Zeit, das zu tun, das zu schaffen, das einzufordern, was uns zusteht. Eine Politik der Vernunft, der Freiheit, der Verantwortung und des gesunden Menschenverstandes. Wir mögen uns nicht in allem einig sein, aber eins ist gewiss, es kann so nicht weitergehen. Es gibt keine Ausreden. Wer jetzt nicht aufsteht, wird es nie tun. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Danke, Wittenberger. Ihr wart mega. Begrüßt bei mir zusammen Esteban Cortez, heute live in Wittenberge. Er hat unserer Einladung gefolgt. Er wird gleich uns hier ein bisschen musikalisch an der Nase rumführen mit seiner Themenmusik, die natürlich erstklassig ist. Eiskaffee hat auch noch auf Boden noch ein Eis. Genießt die Musik. Wir haben da ein bisschen Mahnfeuer errichtet. Ich möchte nochmal Danke sagen, auch wenn wir wenig Leute waren. Es geht um die Sache. Um nichts anderes. Ich habe gestern einen Anruf gehabt. Da wurde mir gesagt von einem ehemaligen Orga-Mitglied, er möchte sich aus der Sache vollständig raushalten. Ihm ist es zu AfD-lastig. Da sind wir im Kindergarten? Jetzt mal ehrlich. Das ist mir doch Bananen, ob der hier links oder rechts oder geradeaus oder in die Mitte ist. Das haben wir mit 14 gemacht hier. Springerstiefel und weiße Schulsenke. Ist doch Blödsinn. Wenn ich so eine Geschichte anfange, dann muss ich das doch von Anfang bis Ende durchziehen und nicht zwischendurch. Ihr macht das schon. So läuft der Hase nicht. Trotzdem danke. Die Ampel muss. Nein. Wir sind die. Bitte. Die Ampel muss. Nein. Wir sind das. Nein. Wir haben die. Wir haben die. Schnauze voll. Ja, schon mal laut gehört. Wir haben die. Schnauze voll. Wir haben die. Schnauze voll. Dankeschön. Esteban, viel Spaß. So, schön, dass ihr alle wieder da seid. Du kannst an die Box oben rechts. Wir fangen erstmal ganz entspannt an hier. So, Gitarre kommt jetzt erstmal vom Handy. Ich habe bloß zwei Hände, also insoweit wundert euch nicht. Ich hoffe bloß, dass ich jetzt in der Zeit keinen Anruf kriege. Der ist gut, ja. Von früh bis spät und trotzdem bleibt nicht viel. Der König schlemmt, der Bauer darbt, das ist das alte Spiel. Und niemand zollt uns den Respekt, der angebracht wohl wär. Dann würden wir nicht tackern, blieben eure Teller leer. An unseren Händen klebt nur Dreck, an eurem Blut so rot. Denn wir erschaffen Leben und ihr nur Krieg und Tod. Und ständig sagt ihr unter uns, es wäre Gottes Geschick. Und drückt uns eure Stiefel immer fester ins Genick. Und all die hohen Herren halten uns offenbar für dumm. Kriegen nie den Rücken gerade oder einen Finger krumm. Sie füllen sich nur die Taschen und wer keiner hören wollte, kommt, was kommen musste. Ihre Beute. Eine Revolte. Das Land, auf dem wir unser Tagwerk tun, hat niemals euch gehört. Nicht wie die alte Kirche und ihre Pfaffen es gelehrt. Denn unterm blauen Himmel sind doch alle Menschen gleich. Warum werden wir dann immer ärmer und ihr nur fett und reich? Damit ist es nun vorbei, wir streifen ab das Joch und üben fortan Widerstand, denn sterben werden wir doch. So viele stehen gegen euch, die Herzen, die sind rein. Ein Bauernschuh an Schnüren soll unsere Fahne sein. Und all die hohen Herren halten uns immer noch für dumm. Kriegen selber nie den Rücken gerade oder machen einen Finger krumm. Nein, sie füllen sich nur die Taschen
und weil niemand hören wollte, kommt, was kommen musste. Ihre Wolte. Ein Aufruhr geht durchs Land. Die Schuld daran tragt ihr allein, ihr habt es in der Hand. Aber ihr schickt eure Söldner und müsst sie reich entlohnen, damit sie uns zerreißen und niemanden verschonen. Aber erst irgendwann dann doch mal Gerechtigkeit auf Erden. So wollen wir, wie es uns zusteht, unsere eigenen Herren werden. Ja, der eins wird man sagen, wenn eure Stunde schlägt. Der Bauer hat den König im Nu vom Feld gefegt. Und all die hohen Herren, sie blieben plötzlich stumm. Denn die Gier und auch der Hochmut machten sie am Ende dumm. Niemand war mehr da, der ihre Taschen füllte, weil keiner überleben sollte. Und so endete fürs Erste ihre Beute. Ihre Beute. Vielen Dank. So, ich war vorletzte Woche in wunderschönen Brandenburg an der Havel. Da hat sich der Bundeskanzler die Ehre gegeben und hat dort mit gecasteten Bürgerdarstellern so ein bisschen Volksnähe zelebriert. Mit vorformulierten Fragen, es wurde alles live übertragen. Und ja, wir sind leider nicht reingekommen, wir standen vor der Tür. Und ich habe ihm unter anderem folgendes Liedchen vorgetrellert. Ich weiß nicht, ob er es gehört hat, ich glaube ja nicht. Sie werden gemeint. Es gibt so vieles, für das ich mich heute noch ein bisschen schäme. Mein erster Kuss hinterm Haus war für Christine bestimmt nicht angenehm. Die Zigarette, die überhaupt nicht schmeckte. Und die ich trotzdem noch von Mama schnell versteckte. Oder wie ich mich im Sportunterricht beim Geräteton streckte. Doch das alles muss mir heute überhaupt keinen Kummer mehr bereiten. Ich muss nur rausgehen und sehe dann viel größere Peinlichkeiten. Leute machen wegen Abständen eine Welle und rennen halt monatlich zur Impftankstelle. Und alles, was man prominent ist nicht besonders helle. Ricarda ist so lang wie breit und ein kleines bisschen schwitzig. Und der Böhmermann nennt Kinder Ratten und findet das noch witzig. Das sind die, die man Elite nennt. Und schon im alten Rom war man dekadent. Und hat vor lauter Feiern nicht bemerkt, dass die Luft schon lange brennt. Beim letzten Sommer habe ich im Freibad einen Typen gesehen. Ungelogen wollte der mit seiner Maske bis ins tiefe Wasser gehen. Kinder kleben sich auf der Straße fest und geben dem Arbeitsvolk damit noch den Rest. Als ob eine 40-Stunden-Woche bei Mindestlohn nicht schon genug stresst. Und ich weiß noch, wie man nach der Flut über 100 Mann vermisste.
und sich der Landesvater vor den Kameras vor Lachen fast bepisste. Während der Präsident nur eine Rede hält, spendete Leonie ihr ganzes Taschengeld. Es war zwar nicht viel, doch ich finde, es war irgendwie die Welt. Und Westernhagen hängt seine Freiheit lieber an die Nadel. Und die Dschungelcamper sind in unserem Lande der neue Adel. In Paris naschte man noch schnell vom Kuchen, während die Leute vor den Palastfenstern fluchten. Da brauchte man die Flucht doch gar nicht erst noch irgendwie versuchen. Am allerliebsten lebe ich als Bürger still und unerkannt. Schau ich auf Deutschland, peinlich Vaterland, wo uns die Unfähigen weiterhin regieren und alle Bänderhälse mächtig profitieren. Und die Leute auf die Straße gehen, denn was können sie noch verlieren? Um uns herum scheint die Lage sich allmählich wieder zu normalisieren. Doch hier im Lande will man lieber die Menschen noch ein bisschen drangsalieren. Denn die Lügen sind doch längst schon viel zu groß und deshalb lassen wir sie lieber nicht mehr los und geben der Wahrheit am Ende noch den Todesstoß. Und der Kanzler kann sich an die ganzen Bankendeals leider nicht erinnern. Und der Bundeshypochonder sieht die Lage sich immer nur verschlimmern. Schon im Politbüro in Ostberliner Tagen wollte keiner mehr die Konsequenzen tragen. Und das Ende vom Lied, in allen ging's doch noch an den Kragen. Seinem Grab geholt. In der Stadt gibt's nur noch Messer.
Messerstichereien, während hohe Zähne über alle Häuserdächer schreien. Und auch da, wo früher unsere Kneipe war, ist heute eine Shisha-Bar. Doch wenn wir nie normal im Lande unterwegs sind, und mein Mädchen aus West-Berlin, dann frage ich nie, ob was ist das Ziel, wo geht die Reise hin? Irgendwann das Heimweh packen sollte, mein Zuhause hab ich immer neben mir. Und wird uns die Luft zu Deck, dann verschwinden wir. Für den vollen Tank hab ich gerade erst meine Disposaur überstrapaziert. Doch in die Flucht mit dir ist bestens investiert. Das Leben wunderschön, nur dass wir plötzlich unsere Eltern so schnell älter werden sehen, es macht mir Angst. Denn langsam kommt die Frage auf, wie lange nehmen wir noch die Gängelei in Kauf? Also los, wenn die Gewitterwolken treiben, lass heute noch ein bisschen an der Zeitgeschichte schreiben. Komm mit raus, wir können uns nicht mehr verschanzen und dafür im Autokriegen tanzen. Und wenn wir irgendwann mal wieder unterwegs sind, und mein Mädchen aus West-Berlin, da frage ich nicht, was ist das Ziel, wo geht die Reise hin? Und falls mich doch mal das Heimweh packen sollte, mein Zuhause hab ich immer um mich rum. Und stellt sich uns einer in den Weg, schubsen wir ihn um. Ich habe längst kapiert, wie man provoziert, und geht es doch nur langsam Schritt für Schritt. Dann schrei ich es jeden Tag hinaus, wir machen nicht mehr mit. So, ich habe da noch ein paar organisatorische Geschichten. Wir haben weitere Termine. Und zwar am 15.04., 22.04. und am 1. Mai. Jeweils 18.30 Uhr hier am Kulturhaus. Haben wir heute noch jemand bei, der einen Redebeitrag vorbereitet hat? Jawohl, sehr schön. Wir haben Autogrammkarten von Esteban anfertigen lassen. Die könnt ihr euch holen und nach der Veranstaltung unterschreiben lassen, wenn ihr möchtet. Ja? Ist genug von da. Die sind hier im Karton. Dankeschön. Liebe Freunde, vor einem Vierteljahr haben wir hier das erste Mal gestanden, Ulf und damals auch noch Frank Borschertz, und hatten die erste Veranstaltung, auf der ich auch sprach. Gestattet mir heute noch einige Worte. Ich freue mich, dass zu dieser Veranstaltung wir viele Fahnen wieder Friedenstaube sehen. Wir sollen immer daran denken, Frieden ist für uns eine wichtigste Sache. Als kurz nach dem Krieg geboren war, hat sich bei mir zwei Sachen eingeprägt. Erstens, die vielen Männer, Bein amputiert, Arm amputiert, zusammengeschossen auf den Straßen. Sie waren die Opfer des Krieges, der jetzt 80 Jahre her ist. Auch mein Vater gehörte dazu. Er kam schwer beschädigt mit 24 Jahren aus dem Krieg. Und das Zweite, an was ich mich erinnere, war die Vielzahl der Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten, aus Schlesien, aus Pommern, aus Ostpreußen, aus Ostbrandenburg, aus den Sudeten. Sie kamen mit 13 Millionen in ein zerschossenes, zerstörtes Land und suchten Aufnahme. Heute, 80 Jahre danach, hat unsere Regierung vergessen, was Krieg ist, hat vergessen, was opfert das deutsche Volk und auch das russische Volk bringen musste. 27 Millionen Russen, 6,5 Millionen Deutschen blieben in diesem Krieg. Und wir müssen heute sagen, eine Regierung, die nicht daran denkt, dass Friede ihre wichtigste Aufgabe ist, das ist nicht unsere Regierung. Da sagen wir Nein. Sie sind verpflichtet, und da geben wir hier Ausdruck, Sie sind verpflichtet, für Frieden in unserem Land zu sorgen. Für ein Leben unserer Bevölkerung in Freiheit und Demokratie. Ich bin kein Pazifist. Ich war über 20 Jahre Offizier einer Armee, die es nicht mehr gibt. Und ich weiß, was Krieg bedeutet. Und ich möchte
Bertolt Brecht von 1951 zitieren. Er sagte, das große Troja führte drei Kriege. Nach dem ersten Krieg war es noch stark und mächtig. Nach dem zweiten Krieg konnte man dort noch leben. Nach dem dritten Punischen Krieg war es nicht mehr auffindbar. Und wir sollen daran denken, wir haben als Deutsche zwei Kriege, die Deutschland schwer schadeten. Einen dritten Krieg, und das kann ich als ehemaliger Militär sagen, wird es kein Deutschland mehr geben. Und deshalb soll es unsere Aufgabe sein, bei dieser Regierung für Frieden und Freiheit in unserem Land zu demonstrieren. Und denkt daran, Friede ist die wichtigste Sache. Ich möchte dann zum Abschluss noch einen Vers der Gruppe Botz, die hat damals an den Kriegsdemonstrationen in Deutschland teilgenommen. Wir als Prignitzer, wir kommen unmittelbar Appendorf von der Elbe, wissen, welch eine Kraft, welch eine Macht Wasser hat. Und wir fragen uns heute, ist das, was wir machen, hat das Wirkung, auch wenn wir wenige sind. Und der letzte Vers des Lieds der Botz, das hieß, das weiche Wasser bricht den Stein, heißt, sind wir heute auch noch wenig und klein. Wir werden einmal mächtiger, größer sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag hier in Wittenberge. Mein Name ist Jens Gerloff, bin Bauer aus der Ostprignitz. Wie viele von euch bin ich in der letzten Zeit sehr viel auf Demos gewesen. Unter anderem im Januar 13 Tage Mahnwache in Berlin. Da ging es schon lange nicht mehr nur um Agrardiesel. Die Probleme in diesem Land liegen ja viel tiefer. Und was ich dort erlebt habe, werde ich nie vergessen. Eine beispiellose Welle von Solidarität. Berliner aus dem Umland, aus Sachsen, überall kamen Leute, haben uns warme Sachen gebracht, haben uns Holz gebracht, haben uns Essen gebracht. Und immer wieder diese Worte, danke, dass ihr da seid, will ich heute weitergeben. Danke, dass ihr da seid. In fast jedem Ort in unserem Land stehen diese Denkmale mit Namen dran, Tafeln aus zwei großen Kriegen. Wir haben da in Berlin welche zu sitzen, die arbeiten daran, dass da neue Tafeln rankommen. Das darf nicht sein. Das müssen wir verhindern und ich denke, wir schaffen das. So, mehr habe ich heute nicht zu sagen. Dankeschön. So, im Namen des Orga-Teams, wir sagen auch danke, Esteban, lass es dir schmecken. Alles für dich, weiter geht's. Moin Moin Wittenberge. Ich bin heute das erste Mal hier. Ich habe sonst keine Zeit. Ich bin vom Orga-Team Lübbislust. Schöne Grüße aus Lübbislust. Ihr sollt weitermachen. Wir machen auch weiter. Wir befinden uns mittlerweile im vierten laufenden Jahr. Einige Pausen machen wir. Immer die haben wir uns verdient. Aber wie gesagt, wir laufen auch stets und ständig. Haben auch mit diesem Problem zu tun, dass die Leute sich gegenseitig die Köpfe abpacken wollen. Der ist zu rechts, der ist das, ist mir völlig scheißegal. Es geht um ein Ziel, es geht um unsere Heimat. Wir können es so nicht weiterlaufen lassen. Wir müssen dagegen was tun, auf die Straße gehen. Meckern, die Zeit zum Meckern ist vorbei. Dankeschön, macht weiter so. So, den Friedensworten möchte ich mich gerne anschließen und dazu auch ein passendes Lied. Nee, nicht, was ihr denkt. Es handelt von einer ganz wunderbaren Frau, das ist meine Oma, die ist damals selbst aus Ostpreußen vertrieben worden und ist hier in einer wunderschönen Prignitz gelandet. Also insoweit kehrt das Lied jetzt ein bisschen nach Hause. Es gibt da einen Ort, wo ich die Kindheit sehr genoss, wo sich der Kreis unserer Familie um ein kleines Tischlein schloss. Wo der Herd wegen der engen Kellertüre stand und sich die Uhr fast rückwärts drehte überm Kühlschrank an der Wand. Es gibt da einen Ort, der ist mir heute noch sehr vertraut, wo der Kater auf der Fensterbank zum Hof nach draußen schaut
von Ära von Zigaretten aus Jahrzehnten weiter klebt. Von meinem Großvater, er hatte nichts mehr gelebt. Und recht häufig waren wir damals zu Besuch. Und aus Töpfen stieg so mancher Wohlgeruch, wo sich Kindheitsglück mit Suppe zu einer Haienwelt verband. In Omas Küche, draußen auf dem Land. Draußen auf dem Land. Ich höre manchmal ihre Stimme, sie das gütige Gesicht. Und selbst wenn wir Kinder voller waren, schimpfte sie uns nicht. Es schien, als wäre ihr Dasein aus Zufriedenheit genäht. In dem kleinen Haus, das heute noch am Rand des Dorfes steht. Aber dass es doch mal anders war, fuhr ich später dann. Von Flucht und von Vertreibung im Kriege irgendwann. Und wie sie hierbei eine Arbeit und ein neues Leben fand. Und ein Mann und auch vier Kinder und eine Küche auf dem Land. Und recht häufig waren wir damals zu Besuch. Und aus Töpfen stieg so mancher Wohlgeruch. Wo sich Kindesglück mit Pudding zu einer Heilwelt verband. In Omas Küche, draußen auf dem Land. Draußen auf dem Land. Die Sommer schienen endlos, so wie der Garten hinterm Haus. Und mit dem ersten Hahn schreit zog's uns zum Spielen raus. In den Hof oder die Scheune auf der Jagd nach einem Schatz. Und in staubverdreckten Hosen nahmen wir mittags wieder Platz. Aber furchtsam waren die Nächte in der Kammer und am Dach. Weil die Alten, die ihr knarrten, lag ich manchmal lange wach. Und dann schlich ich in die Küche unter all meinem Mut. Und wenn ich dort auf Oma traf, dann ging's mir wieder gut. Recht häufig war mir damals zu Besuch. Und aus Töpfen stieg so mancher Wohlgeruch. Wo sich Kindheitsglück mit warmer Milch zu einer heilen Welt verband. In Omas Küche, draußen auf dem Land. Draußen auf dem Land. Ich saß noch manches Mal bei ihr, als ich schon älter war. Sie ging noch viel auf Reisen und war links nicht immer da. Der letzte Abschied ist nun schon eine ganze Weile her. Und seitdem sind ihre Töpfe und die kleine Küche leer. Aber niemand geht von dieser Welt ohne das, was von ihm bleibt. Und wenn es nur ein Lied ist, das ihn später noch beschreibt. Ich bin froh, dass unsere Kinder heute selbst eine Oma haben. Die so manchen Wiesenzug und die Rezepte übernahm. Manchmal sind wir heute zu Besuch und aus Töpfen steigt bekannter Wohlgeruch. Und dann sitzen wir zusammen unter der Ruhe an einer Wand. In Mutters Küche, draußen auf dem Land. Draußen auf dem Land. Kommt das Friedenslied aber. Sturm aus Richtung Westen rangeweht. Im Morgengrauen rücken wir dann vor auf einen Feind, der nie der meine war. Und die Geschütze bellten dazu wie im Chor, als ich die ersten Männer fallen sah. 1, 2, 3, 4, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat.
Wenn du den Frieden willst, muss für den Krieg dich rüsten. Wie oft schon hat man das gesagt? Doch ein paar Arschlöcher mit ihren Machtgelüsten haben längst den ersten Schuss gewagt. Unser Bataillon ist schon aufgerieben. Nach Blut und Kürze stinkt der Wald. So wie ihr wären wir lieber zu Haus geblieben, denn unser Grab ist feucht und kalt. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Noch nie in meinem Leben war ich Pazifist. Aber jetzt bin ich verdammt nah dran, weil der Krieg, den ihr wolltet, gar nicht meiner ist. Aber ihr bereichert euch daran. Wie die Schachfiguren schiebt ihr uns hin und her und alle am Hurra geschrien. Und zu Hause bleiben wieder mal die Bäuche leer, denn nach Osten wollen wir ziehen. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. So werde ich erneut den Angriff wagen, aber nicht nach eurem Plan. Heute Nacht werde ich mich in die Berge schlagen, als wieder Partisan. Meine Stimme soll nur meine Waffe sein, und Patronen habe ich genug. Jeden Abend lade ich im Kerzenschein und lege an auf den Betrug. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Und wagt es ja nicht, uns nochmal ins Feld zu schicken, wird die Heimat nicht bedroht. Mit euren Seilschaften könnt ihr euch gern selber ficken, aber ich bleib Patriot. Wenn ihr meint, ihr müsst euch an den Lümmeln spielen, für Einfluss, Geld und Geld, ihr werdet sehen, ich bin nur einer von ganz vielen, der nicht mehr zu euch hält. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft, am Ende der Soldat. Es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Links, zwei, drei, vier, Zeit für eine Heldentat. Es lebe die Wahrheit und auch die Vernunft und dann verreckt auch kein Soldat. Zu einer jungen Frau, die uns mal versprochen hat, dass sie keine Waffen in Kriegsgebiete liefern wird. Das Gegenteil ist mittlerweile der Fall. Aber es ist auch einfach so schön, in der Welt herumzujetten. Als Lifestyle-Girl, Kosmetikfrisur, hunderttausende Euro im Jahr. Und dafür muss im Gesicht verdammt hübsch sein. Ich hab nämlich grad Bock auf Fleisch aus Massentierhaltung. Also glaube mir, es wäre nicht okay. Du mit Hummus und ich mit Steaks am Veggie-Day. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesell. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Das reicht mir leider nicht. Bist
und weltgewandt. Und ich stamm nur aus einem Arbeiter- und Bauernland. Nen Moment, wenn ich mir Himmel von einem Gender-Stern. Und weil es so wollt, das glaubte ich auch gerne. Ich hätte mehr als nur das eine Geschlecht. Aber ich bin nur ein Mann und werde nie niemals gerecht. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Nach mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das mach ich mir nicht. Das reicht mir einfach nicht. Du bist so schick gekleidet, dass selbst die Heidi Klum mir dein Outfit neidet. Ich habe nur den Anzug aus dem Outlet-Store und nichts aus Fairtrade, das wirst du mir dann vor. Wie kann es denn sein, dass Kinder mähen dürfen? Die sollten doch viel lieber nach Kobolden schürfen. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Nach mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Speck der Hoffnung. Ich stehe hier in Wittenberge vorm Kulturhaus und eigentlich waren wir beide hier verabredet und ja, du bist mal wieder nicht aufgetaucht. Leider, leider. Wir wollten noch hier ein Konzert besuchen. Von diesem Sanchez oder wie der heißt. Naja, egal. Offensichtlich hast du es nicht geschafft, mit dem Lastenrad hierher zu kommen. Ich hab dir gesagt, nimm die ST-Bahn. Oh, war schlecht. Aber ich weiß noch, wie wir beide uns kennengelernt haben damals an der Uni. Du sahst so traurig aus, wie du in der Mensa über deinem Salat gebrütet hast. Und ich habe gefragt, Baby, was ist los mit dir? Und du meintest, ach, ich studiere Völkerball und ich komme mit dem Lehrstoff nicht weiter. Und ich habe gesagt, du meinst bestimmt Völkerrecht, oder? Ja, irgendwie sowas war es gewesen. Und ich habe zu dir gesagt, Baby, weißt du, lass uns einfach abhauen nach Mexiko. Und du meintest, ach, weißt du, ein Land mit Drogen, mit Korruption, mit Gewalt, das bekommen wir auch in Deutschland hin. Lass mich das mal machen. Und seitdem bist du dabei. Eigentlich wolltest du ja Erzieherin werden, aber dann hast du festgestellt, die kleinen Biester sind einfach zu schlau für dich. Und so bist du dann zu den Grünen gekommen. Und du hast mir damals ein Versprechen gegeben und das hast du wirklich schamlos gebrochen und ich poche immer noch drauf. Keine Waffen in Kriegsgebiete. Aber seitdem bist du unterwegs, jettest um die Welt, wenn die Flugbereitschaft der Bundeswehr gerade mitmacht und nicht steigt. Ansonsten nimmst du gepanzerte Fahrzeuge, kommst damit in Länder, die 100.000 Kilometer entfernt liegen, nach Polen oder Molen und in die Ostkokaine. Was wollte ich noch erzählen? Naja, wie auch immer, du hast da so einen Komiker kennengelernt aus Kiew und der hat halt die Mitleidstour gefahren und seitdem ist es ein bisschen still geworden zwischen uns. Ich kann es verstehen. Zwischen dir und mir und den Grünen, das passt sowieso nicht so richtig, was soll's. Denn, Annalena, ich bin für uns noch nicht bereit. Schau, mein Auto fährt nur mit super Unfallbleit. Die Karre ist warm, bezahlt und top in Form. Entspricht aber nicht der neuesten Abgasnorm. Also bevor es anfängt, mache ich gleich wieder Schluss und fahr allein nach Hause, du nimmst eh lieber den Bus. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Nach mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Das reicht mir immer noch nicht.
soll ich sagen? Ich habe jemand anderes kennengelernt. Die kann dir allemal das Wasser reichen. Die ist mindestens genauso schlau und so zierlich für die Grahen. Es kann bloß passieren, dass ihr euch irgendwie mal über den Weg lauft, die Ricardo und du. So, nun ist aber auch wirklich genug mit Quatsch jetzt hier. Das erste Lied war ja ein klein bisschen Geschichtsunterricht, ein Lied über die Bauernkriege. Es gibt jetzt noch ein Lied, das handelt von einem Ereignis, das ist noch nicht ganz so lange her, 70 Jahre. In diesem Sommer sind es 71. Und ja, meine Großeltern haben ab und zu mal erzählt vom 17. Juni 1953 und ich finde es immer beeindruckend, wie damals die Leute auf die Straße gegangen sind und ja, ungeachtet aller möglichen Konsequenzen, die dann leider auch eingetreten sind. Der Titel ist angelehnt an den Roman von Erich Löst, Sommergewitter. Es waren heiße Tage im Sommer, von denen die Großeltern manchmal erzählten. Im Juni 53, im Jahr, in dem sie sich vermählten. Das Leben alles andere als einfach in der noch jungen Republik, die man eilig aus dem Boden gestampft hatte. Letzten großen Krieg und so viel an so viel verloren und so manch auf den eigenen Sohn und dass man nun wieder Opfer verlangte, war ein denkbar schlechter Lohn. Wenn man um Maul an Arbeiten und trotzdem hungern, dann wurde alles auf eine Karte gesetzt, mit einem Aufstand gegen das Unrecht und für die Freiheit nicht zuletzt. Und ein Sturm kam übers Land und der Regen schmeckte süß und bitter. Feldern beugen sich die Ähren nach der Trockenheit. Wenn man nicht mehr atmen kann, dann wird es sein wie ein Sommergewitter, das die Luft wieder von Staub und Dreck befreit. Im Radio kommt immer wieder die Nachricht, dass heute alle auf der Straße sind. Und Seite an Seite so schreiten sie, während das Unrechtssystem zerrinnt. Kommt schließlich an, hört man die Rufe, weil uns der Boden unter den Füßen brennt. Egal, ob du Kollege bist, Kamerad oder ob man dich Genosse nennt. Denn zusammen sind wir wie eine große Faust, die sogar Ketten zertrümmern kann. Und so ziehen sie durch die Städte und Dörfer bis an die Machtzentralen ran. Dort haben sie sich verschanzt, die Rossenknechte so verlassen und allein. Denn Soldaten und auch Volkspolizisten reihen sich in die Bewegung ein. Und ein Sturm fegte übers Land. Regen schmeckte süß und bitter, und in den Berghallen ruhten die Hämmer in ihrer Einsamkeit. Wenn man nicht mehr atmen kann, dann wird es Zeit für ein Sommergewitter, das die Luft wieder von Staub und Dreck befreit. In Flammen stehen nun an die Götzenbilder und die neuen Insignien der Macht. Sogar die rote Fahne über den Dächern Berlins hat man schon zur Feier gebracht. Und so tanzen und feiern die Menschen da draußen in hoffnungsvoller Ausgelassenheit. Der erste Schritt in die eigene Zukunft ist genommen fast mit Leichtigkeit. Doch die Strippenzieher der Politmarionetten sehen sich in ihrer Eitelkeit bedroht. Mit Panzern, Gewehren und mit Pistolen schießen sie Menschen und Träume tot. Nach dem Donnern die Stille und dann bittere Rache einer unmenschlichen Partei. Zurück in die Mühlen und zurück an die Ketten, doch für einen Moment lang waren sie frei. Sturm kam übers Land und der Regen schmeckte süß und bitter und in den Schulen gerieten die Bücher in Vergessenheit. Wenn man nicht mehr atmen kann, wird es Zeit für ein Sommergewitter, das die Luft wieder von Staub und Dreck befreit. Und denk ich heute an sie, so stelle ich erleichtert fest, dass sich ein ganzes Volk nicht für immer unterdrücken lässt. Freiheit ist wie ein Baum, an dem manchmal auch jemand sägt, der aber nach jedem Sommergewitter stärkere Wurzeln schlägt. Und kommt ein Sturm einmal übers Land und der
Regen schmeckt süß und bitter, dann zeigen sie einmal mehr ihre Geschlossenheit. Denn wenn keiner mehr atmen kann, wird es sein wie ein Sommergewitter, dass die Luft wieder von Staub und Dreck befreit. Vielen Dank. Ja, man macht sich natürlich so seine Gedanken jeden Tag über das, was vorgeht, hier im Land und in der Welt. Und umso schöner ist es, wenn man jemanden hat, der hinter einem steht, einem den Rücken stärkt, einen aufhängt. Und ja, das Lied ist für meinen lieben Schatz. Der Kopf war wieder restlos voll. Ich frage mich, wie das alles enden soll. Und die Lieder, die ich für dich singe, sind immer nur ein Moll. Ich sehe hier draußen wieder Menschenmassen, wie sie aufmarschieren. Ich höre, wie sie wieder Menschen hassen und sich darin verlieren. Ekelhafte Dystopie und dabei auch noch bittere Vergangenheit. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie es einfach nicht kapieren. Lass mich bitte heute nicht mit meinen Gedanken allein. Bin viel zu aufgewühlt und schlafe bestimmt mal wieder nicht ein. Bleiben wir die ganze Nacht einfach bis zum frühen Morgen aufgewacht. Und vielleicht wird der nächste Tag etwas besser sein. Und so lehne ich mich weiter an dich an, weil ich dann besser lieg. Rätsel, wie die Welt noch schlafen kann, wir sind schon längst im Krieg. Und das Fernsehen mit Pyrohypnol, Propaganda macht die Leute willenlos. Und stellen wir uns in den Sturm, ist der Gegenwind zu groß. Bis gestern konnte ich noch hoffen, dass weiter Frieden wär. Und nun rennen diese Penner ganz besoffen den Parolen hinterher. Säbelrasseln ohne Not, in die Köpfe gestrahlt zur besten Sendezeit. Mich durchzudrehen, wird manchmal echt schwer. Lass mich bitte heute nicht mit meinen Gedanken allein. Dann könntest du nicht noch ein bisschen mit mir schlaflos sein. Also bleib mir die ganze Nacht einfach bis zum frühen Morgen aufgewacht. Und dann standen wir als allererste in den neuen Tag hinein. Und ich hab es immer wieder versucht, die Augen zu verschließen in der Dunkelheit. Doch es reichte nicht einmal für einen Traum. Und ich hab sie immer wieder verflucht, die durchgewachten Nächte der Vergangenheit. Aber ob es schlafen besser wäre, das glaub ich kaum. Lass mich einfach wieder zu dir fallen, denn du fängst mich auf. Und wird es auch da draußen schon mal knallen, sie nehmt's ja ihren Kauf. Scheiß drauf, wir kümmern uns nicht. Wir warten hier zusammen auf das Tageslicht, das hoffentlich schon bald durch die Wolken bricht. Lass mich bitte heute nicht mit meinen Gedanken allein. Könntest du nicht noch ein bisschen mit mir aufgewacht sein? Ich brauche einfach dann und wann einen Kompass, nach dem ich navigieren kann. Und dann steuern wir als Erste in den neuen Tag hinein. Lass
in meinen Gedanken allein. Dann bin zu aufgewühlt und schlafe bestimmt mal wieder nicht ein. Also bleib mir die ganze Nacht einfach bis zum frühen Morgen aufgewacht. Und dann starten wir als allererste in den neuen Tag hinein. So, jetzt machen wir ein bisschen was Fröhliches. Ja, so im Rahmen der Möglichkeiten halt. Ne? Es gibt da jemanden, der hat gerade sehr viel für uns getan. Er hat nämlich das Cannabis legalisiert. Und das Lied ist schon ein bisschen älter. Das ist noch aus der Corona-Zeit. Und damals, wisst ihr, da hat man ja Karl überall gesehen. Er hat einen ja verfolgt bis zum geht nicht mehr. Da hatte ich ein Lied drüber gemacht. Und heute ist er auch wieder sehr präsent, muss ich sagen. Ob es jetzt mit seinen Privatgeschichten ist, mit seiner neuen Freundin oder ob er eben halt diesen wunderbaren großen Schritt, es ist eigentlich das Einzige, was die Ampel jetzt auf den Weg gebracht hat, wo man sagen kann, schadet uns jetzt nicht unbedingt. Ich habe da selber keine Meinung zu mir. Es ist letztendlich wurscht. Aber wahrscheinlich ist der ganze Mist bekifft sowieso nur noch zu ertragen. Und ich glaube, Karlchen ist da auch nicht abgeneigt. So, los geht's. Die Leute begrüßen. Ja, also schönen guten Tag nach Wittenberge. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ja, das wunderbare Lied präsentieren darf. Nein, Karl, das sing ich, das singst du nicht. Aber ich könnte doch. Nein, Karl, bitte. Also. Geht los. Schon verkackt, ne? Ja, Karl, weil du mich abgelenkt hast. Ist egal. Karl, du machst es irgendwie genial. Denn für einen, der nicht hübsch ist und nichts kann, bist du echt ein sehr gefragter Mann. Karl, man fragt dich wirklich jedes Mal. Tritt ein Virus in Erscheinung nach deiner Expertenmeinung. Und Karl, ist es irgendwie fatal? Jeden Tag hast du eine Strähne, musst in CV als Panik, Sirene. Oh Karl, du warst nicht gerade die erste Wahl. Suchte sich die Ampel-Koalition, einen Ersatz für Mottis süßen Sohn. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom. Das Mundwerklose schmeißt er sich in Pose. Und erklärt uns die Corona-Chance. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Markus Lanz gesehen. Und Karl, wie findest du es bis jetzt? Also du hast vergessen zu erwähnen, dass ich auch vor der großen Hitze euch alle geschützt habe, ne? Ja, das wollte ich auch noch sagen. Danke, Karl. Aber bitteschön. Gerade ideal. Ich weiß schon morgens ganz genau. Ich sehe dich heute wieder öfter als meine Frau. Karl, ich denke mir so manches Mal, wärst du nicht so auf der Flenn, würden die Bäber dir die Bude einrennen. Oh Karl, die Zähne sind nicht optimal. Am besten lässt du sie mal richten und gönnst dir dann ein paar Bettgeschichten. Oh Karl, das entspannt dich dann total. Und so musst du nicht mehr klagen und zu allem deine Meinung sagen. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom. Dass man verklose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Chance. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Anne Will gesehen.
Also Anne-Will gibt's ja gar nicht mehr, ne? Ich war da auch nicht mehr so oft, die haben da einfach meinen Sitz verbreitert und seitdem war Ricarda Lang da mal zu sehen. Ja, Karl, das ist wirklich sehr schade. Und ich hab auch, jetzt habe ich also eine Freundin, ne? Karl, wie hast du das gemacht? Ich hab die zu mir eingeladen, zu Lachsfisch und Spinat und hab ihr dann ein bisschen spanische Fliege in den Wein getan und so blieb die dann bis zum nächsten Tag und auch heute noch. Herzlichen Glückwunsch, Karl! Zement dein Wortgewicht. Oh Karl, befreist auf von dieser Qual, denn dein Bahn macht uns krank. Geh zurück auf deine Hinterbank. Oh Karl, mir ist schon alles ganz egal. Du verfolgst mich Schritt auf Tritt und bringst die Esken auch gleich noch mit. Oh Karl, ich sag es ein für alle Mal, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Lieber zünde ich mir freiwillig eine Tüte an, geht die Prognose auch mal in die Hose. Scheißegal, ich lebe die Profilneurose, denn was macht Nerdum schon, ist man Gesundheitsökonom. Das Mund verklose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Doch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch alle im Fernsehen gesehen. Das so Ende, kann es jetzt gehen. Oh, Dankeschön, dann wieder zurück jetzt nach Köln oder nochmal nach Berlin. Ist egal. Tschüss. Tschüss, Dankeschön. Geil. Ihr findet immer kein Ende, das finde ich unmöglich. Ist heute eigentlich Presse hier? Nicht? Mensch, ich habe so ein schönes Lied vorbereitet. Weil all das, was gerade im Moment passiert ist, wäre ja so nicht möglich, wenn ich jemand ständig gebetsmühlenartig wiederholen müsste, wie böse die einen und wie wohlmeinend die anderen sind. Und der Urtypus davon, das ist für mich der Herr Hesse. Den gibt es nicht wirklich, aber doch, den gibt es schon hunderttausendfach. Das sind all die Zerwakis und Hayalis und wie sie alle heißen und Sudelmeier und. Der Kleber, ja. Klaus vom Mainzer Medienhaus. Ja, zum Beispiel, genau. So, aber ich nenne sie einfach alle zusammen Herrn Hesse. Heißt hier jemand Hesse oder was? Bart, ein Gesicht, das jeden blendet, erst Mandeln des Klischee. Und alles, was ihr sagt oder schreibt und sendet, steht mein Weg nach SPD. Olaf Hesse ist sein Name und er freut sich jedes Mal, kann ihn jeder auf der Mattscheibe sehen. Und wenn er sich selbst betrachtet, hat er keine Wahl, es bringt seinen kleinen Freund zum Stehen. Er machte neulich mal eine Reportage über die Wahl in seiner schönen Stadt. Doch da drohte plötzlich die Blamage, weil der Spitzenkandidat eine Menge Dreck am Stecken hat. Der Hesse aber ist mit ihm befreundet, also gab es deshalb keinen Zwist, weil der Fernsehmann keiner hat verleumdet, was der gerne mal genüsslich frisst. Der Hesse von der Presse hat die Krümel fleißig aufgepickt und hat das Los nennen, die man ihm hingehalten hat, eine fabelhafte Story gestrickt. Wichtiger als Wahrheit ist die Haltung und statt Fakten brauchen wir die Illusion, dass alles weiter seinen rechten Gang geht in unserer Nation. Thank you.
Montag gehen Leute auf die Straße gegen die laute Kriegstreiberei. Viel zu lange, aber geht jetzt schon die Phase und deshalb schickte man die Antifa vorbei. Die hat sie erstmal gründlich um das Volk gemischt mit Parolen und mit Hitlergruß. Und der Hesse hat am Ende allen aufgetischt, dass jeder Pazifist ein Nazi sein muss. So lief es ja auch schon bei Corona. Der Hesse hatte fleißig mitgemacht und jeden, der das Ganze kritisierte, ganz öffentlich zu Fall gebracht. Seine Hetze im Dienste der Gemeinschaft war obendrein gebührenfinanziert. Nur dass die Spritze heute viele Leute wegrafft, hat den Hesse nie so wirklich interessiert. Der Hesse von der Presse hat die Krümel fleißig aufgepickt und hat das Losen in niemandem gehalten, hat eine fabelhafte Story geschreckt. Viel wichtiger als Wahrheit ist die Haltung und statt Fakten brauchen wir die Illusion, dass alles weiter seine Ordnung hat in unserer Nation. Uns vor großem Schaden durch das renitente Reichsrentnerpack. Und zur Razzia waren alle eingeladen, denn so ein Putsch ist doch noch jedermanns Geschmack. Immer wieder ging die Nachricht über Nähter, für den Kanzler war es fast wie ein Geschenk, denn vom Mädchenmord durch einen Messertäter wurde wieder einmal wirksam abgelenkt. Was noch besser war ja, was die Presse meute, zum Anschlag kochte auf die Pipeline. Zuerst ein Schweigen und da sagten Leute, es könnten nur die USA gewesen sein. Erklärung kam dann aber wie von Zauberhand, dass es nur 6 verwirrte Aktivisten waren, die mit Schnorchel und Sprengstoff aus dem Polenland die Leitung in die Ostseeluft geblasen haben. Und der Hesse von der Presse hat die Krümel fleißig aufgepickt und hat das Losen in niemandem gehalten, eine fabelhafte Story gestrickt. Viel wichtiger als Wahrheit ist die Haltung und statt Fakten brauchen wir die Illusion, dass alles weiter seinen rechten Gang geht in unserer Nation. Ist ein Rädchen im Gefüge, doch von seiner Sorte gibt's mehr als genug. Sie kultivieren gerne jede Lüge, beim großen Selbstbetrug. Sie ätzen und sie framen und sie gendern und sie heucheln gern Betroffenheit. Und hat die Politik mal einen Ständer, machen sie die Beine breit. Der Hesse von der Presse hat die Krümel fleißig aufgepickt und hat das Losen in niemandem gehalten, hat eine fabelhafte Story gestrickt. Viel wichtiger als Wahrheit ist die Haltung und statt Fakten liefert er die Illusion. Und der Posten als Regierungssprecher wird irgendwann sein Lohn. Natürlich im Dunkeln immer einfacher, da kann man sich eigentlich zurückziehen. Aber da bitte ich auch immer darum, Bescheid zu sagen, sonst stehe ich so lange alleine da. So, dann gibt es jetzt ein Lied über unsere Kinder. Für unsere Kinder, auch über. Gefangen zwischen tausend Ängsten, medialen Dreck. Ich suche und dran zu dir nach deiner und leite ihn immer wieder weg. Ich will dir nur erklären, was schief läuft und warum du nachts nicht schlafen kannst und wieso du nicht mehr so ausgelassen durch die Wohnung tanzt. Es ist eine ekelhafte Welt geworden und nichts läuft mehr rund, weil deine Kinder lachen, nichts mehr erzählt und in den Masken verstummt. Sehen aus wie lauter kleine Soldaten, gerüstet für die große Schlacht, gegen einen unsichtbaren Feind, mit dem man so viel Kohle macht. Denn immer, wenn ich dir von früher erzähle, tut es weh, weil ich dich um deine Kindheit betrogen sehe. Und solange es nicht endlich wieder gut wird, kämpfe ich gegen die Drachen an, weil ich weiß, dass es auch für dich wie früher werden kann. Unsere Jahre
von damals nach der großen Wende draußen auf dem Land. Jeder Tag war wie ein Abenteuer, das gar kein Ende fand. Bis es dunkel wurde, haben wir uns rumgetrieben und keiner hat sich Sorgen gemacht. Und morgens sind wir immer wieder mit dem Kribbeln aufgewacht. Wir hatten nicht, dass wir die Freiheit lebten, ohne Ideologie. Denn die Nachrichten im Fernsehen, die interessierten uns nie. Und die Regeln haben immer unsere Eltern gemacht, kein verfluchter Staat. Und früher gab es mehr Vertrauen und viel weniger Verrat. Mir von früher zu erzählen, von mir war oft irgendwie schwer. Weil so vieles, was wir damals hatten, gibt es heute nicht mehr. Wir waren so frei wie der Wind und unsere Träume, und wie der Himmel so unendlich weit. Und ich sage dir, dass es nicht mehr nur bei früher bleibt. Gottverdammten Nadelstiche und den Scheißgruppenzwang. Denn du bist immer noch mein Kind und keine Testperson. Jeder, der uns Egoisten schafft, der bekommt von mir ein Lied von früher, mit seinen Spatzen geimpft. Und immer, wenn ich dir von früher erzähle, tut es weh. Weil ich dich und meine Kindheit betrogen sehe. Und solange es nicht endlich wieder gut wird, mit dem Kämpfen noch längst nicht Schluss, weil ich weiß, dass es auch für dich wieder wie früher werden muss. Ein Zwerg, muss das alles ein bisschen einstellen. Das schrumpft ja mal. Guten Abend, Wittenberge! Guten Abend, Prignitz-Altmark, alle, wo ihr her seid. Und warum bin ich heute hier? Ich möchte heute hier erneut dieser Anführungszeichen, hört man hoffentlich, Bundesregierung meine tiefste Verachtung aussprechen. Und ich hoffe, ich spreche im Namen aller. Wir haben einen Bundeskanzler, der von Bedarfsdemenz geplagt, nicht weiß, was er alles anstellt, aber andere verurteilt. Wir haben einen Kleiderständer und Frisurenständer, die Chefdiplomatin dieses Landes darstellt. Und sie steht nicht in der Tradition von den Außenministern, die wir mal hatten. Da gab es einige schlechte, da gab es einige sehr gute. Und die guten und die sehr guten würden, wenn sie noch leben würden, zwischen Paris, zwischen London, zwischen Washington, zwischen Kiew, Moskau und Berlin hin und her pendeln. Und für eines sorgen, Frieden! Frieden auf dieser Welt! Und keine Waffenlieferung und keine Überlegung, ob wir uns in Deutschland neue Bunker bauen, ob wir unsere Jugend kriegstüchtig machen oder ob wir Lazarette bauen hier in diesem Land für den Fall eines Krieges. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden und wir wollen für den Frieden wachsam sein und nicht diesen Idioten hinterherlaufen, die den nächsten Krieg vorbereiten. Das ist der Punkt. Der nächste Punkt ist, wir haben einen Wirtschaftsminister, der denkt offen darüber nach, das Gasnetz zurückzubauen. Ich hoffe, jedem Einzelnen sind die Konsequenzen dann bewusst, was dann passiert. Wenn kein Gas mehr fließt, habt ihr keine Heizung mehr. Das ist ganz einfach. Und dieser Wahnsinn von der Wasserstofftechnologie, ich weiß nicht, ich habe früher mal gelernt, Wasserstoff herzustellen ist eine schwierige Geschichte, kostet viel Energie. Und vom Prinzip ist es so, 6-mal Energie rein und 1-mal Energie raus. Eine Dampflokomotive hat einen höheren Wirkungsgrad, Herr Robert Habeck. Und wenn Sie es nicht mal schaffen, als Fährmann zwischen Schützziel und Heiligenhoge klar zu kommen, sollten Sie auch das Wirtschaftsministerium in Hände geben, die was von Wirtschaft verstehen. Sie nicht.
Dann haben wir einen Gesundheitsminister, der derartig krank aussieht, dass ich mir Sorgen um ihn mache. Da wurde ja gerade ein schönes Lied über ihn gemacht. Und manchmal mache ich den auch gerne nach. Es gibt keine verlässliche Impfung gegen den Verzehr von Fischstäbchen. Dieser Mensch ist auf diesem Platz nicht brauchbar, so wie die ganze Regierung nicht brauchbar ist. Diese Regierung muss und soll zurücktreten und dazu müssen wir sie zwingen. Wir müssen deshalb hier mehr werden und wir müssen laut werden. Wir müssen diesen Wahnsinn nicht mehr mittragen. Solange die uns ignorieren, müssen wir mehr und lauter werden. Und wenn es alles nichts mehr nützt, dann hilft nur noch eines, was uns laut Grundgesetz verboten ist. Der Generalstreik. Punkt, aus, Ende, basta. Es ist unser Land. Es ist unser Staat. Es sind unsere Werte. Und die trampeln darauf rum und wir sollen dabei zuschauen. Das werden wir nicht. Und es könnte schon lange Frieden sein. Wir wissen, wo die wirklichen Kriegstreiber sitzen. Das wissen wir. Die sitzen auch in den Rundfunkstudios dieses Landes. Die sitzen auch in den Fernsehstudios. Und das Seltsame ist, ihr habt davon gehört vielleicht, dass bei ARD und ZDF und Deutschlandfunk Mitarbeiter schon gegen das jetzige System dort in den Häusern rebellieren. Manche davon inkognito, weil man will ja nicht erwischt werden. Es ist ein Übergang in eine andere Zeit. Die wissen, dass etwas auf sie zukommt und dass sie dann vielleicht sich einen neuen Job suchen müssen. Das sind Rückversicherer. Lasst euch doch nicht einwickeln. Fakt ist eins, diese Regierung verdient unsere Achtung nicht, die verdient nur unsere Verachtung. Und solange es in diesem Lande so ist, dass man nach einem langen, arbeitsreichen Leben Flaschen sammeln muss, einen Heimplatz nicht bezahlen kann, die Angehörigen finanziell ruiniert werden, Das sind Dinge, die kann man einfach nicht verstehen. Dieses Land ist so reich, das hätte genug für alle seine Bürger. Aber wo will dann das Geld hin? Und da ist gleich wieder die Frage, da komme ich wieder auf den Bogen zu unserem lieben Olaf, der nicht so genau weiß, wie das damals so war, mit diesem Milliardenschaden am deutschen Steuerzahler, den er zu verantworten hat. Aber daran kann er sich nicht erinnern. Das ist für mich ein kranker, armer Mann. Und der hat auch weder verdient, Kanzler dieser Regierung zu sein, noch unser Regierungschef. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und beim nächsten Mal sind wir hoffentlich wieder ein paar mehr und etwas lauter. Macht's gut, haltet die Ohren steif und lasst euch nicht verbiegen. So, erinnern wir uns an den Sommer 2021, als wir lange eingesperrt waren und dann wieder raus durften plötzlich. Das war ganz komisches Gefühl. Also, als wir eingesperrt waren, das war auch der Moment, an dem ich angefangen habe, Musik zu machen, als Notwehr quasi. Und als dann plötzlich alle Türen wieder aufgingen, man so viel machen durfte, sind wir dann los mit unseren waschechten Impfausweisen und haben alles mitgemacht, was man so machen kann. Reicht schon auf eine Grillparty zu gehen, mit der Gitarre in der Hand und mit Corona
solange es irgend geht. Wegen Konzertverboten machen wir den Klimademo und rausfinden, es wird Zeit, dass der Wind sich dreht. Wir bergen alles in diesen einen Sommer und danach geht's wieder ab in den Arrest. Nur erstmal leben wir, uns gäbe es kein Morgen. Und mit dir wird jeder Tag ein Fest. Wir müssen in einem stillen Fußball glotzen, aus der Kneipe fallen und kotzen, die Familie endlich wiedersehen. Schon mal die Weihnachtstanne schmücken, uns nach Ostern lässt dann mücken, denn danach wird's wieder nicht mehr gehen. Jeder Tag ein Fest. Wir müssen uns ein Cabriolet mieten, auf den Schrebergarten bieten, bis zum Morgen um die Häuser ziehen. Und noch ein Zimmer reservieren, auf dem Dorf ist eskalieren und dann vor den Ureinwohnern fliehen. Glück, dass wir noch Auto fahren dürfen. Es gibt ja auch mittlerweile wunderbare andere Gefährte. Man hätte gedacht, Mensch, 21. Jahrhundert, da fliegen wir schon durch die Luft mit irgendwelchen Autos, aber wir haben das Lastenrad, ist auch nicht schlecht. Kajove hat in der Garage einen alten Zweier Golf. Zur Arbeit strampelt er sich trotzdem jeden Tag ein Wolf. Der Trip kann er sich nicht leisten, und wie ihm geht's heutzutage den meisten. Doch es gibt ein Gerät, das schenkt uns neue Mobilität. Klaus und Gabi haben lange auf ihr kleines Haus gespart. Es ist gemütlich, aber kalt, und im Winter wird's bestimmt richtig hart. Womit soll man nur die Bude heizen, wenn man die kleine Rente nicht überreizen? Einmal in der Woche wird ihm warm, in Flaschen sammeln fahren. Mit dem La-La-Lastenrad treffen wir uns alle in der Innenstadt. Wir radeln der Zeit hinterher. Das La-La-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Und wenn man es uns befiehlt, schnappen wir sogar noch mehr. In China haben sie mal wieder einen Techniksprung geschafft. Und so ist es jetzt mal dieser Tage auf Atemmuskelkraft. Dafür gibt's dann sogar Geld vom Staat. Und so kommen wir es recht in volle Fahrt. Obwohl sich allen gefällt, retten wir den Rest der ganzen Welt. In Wittenberge wurde neulich mal dringend die Feuerwehr gebraucht. Und als sie ankam, waren die Mädels und Jungs
ordentlich geschnaucht. Unter allergrößten Qualen tragen sie in die Pedalen. Mit dem Wasser im Gepäck, doch das Feuer war schon längst wieder weg. Mit dem Lala-Lastenrad treffen wir uns alle in der Innenstadt. Wir rennen unsere Zeit hinterher. Das Lala-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Und wenn man es uns befiehlt, stammeln wir sogar noch mehr. Und was macht eigentlich der radikale Schüler des Koran? Ohne Auto kriegt ihr seine Bombe nie bis an die Menschenmenge ran. Doch wie hat der Prophet schon gesagt? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Und als die Kraft ihn verließ, fuhr er weiter bis ins Paradies. Brave Bürger sich dann der hohen Steuern wieder mehr bewegt. Haben die Altparteien das Land in Schutt und Asche gelegt. Ohne überhaupt den Krieg zu bestreiten, leben wir bald wieder wie in Nachkriegszeiten. Um die Trümmer wegzukarren, holen wir unsere Lastenräder ran. Mit dem La-La-Lastenrad treffen wir uns alle in der Innenstadt. Wir rennen unsere Zeit hinterher. Das Lala-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Wenn man es uns befiehlt, schreiben wir sogar noch mehr. Und wenn es sein muss, bis nach Perleberg oder bis nach Pritzweig oder Berlin, auf jeden Fall ein bisschen mehr. Es kommt noch ein Lied zur Energiekrise. Krüger ist ein vorbildlicher Bürger, damit ihr das auch wisst. Ist es? Ich hab keine Ruhe. Achso, heute machen wir noch eine Viertelstunde. Er hat sich heute früh unter der Dusche auf die Füße gepisst. Und um noch mehr Wasser zu sparen, ja, ich kann es gar nicht fassen. Hat er alles andere auch gleich noch aus sich rausgelassen. Jetzt ist der Fluss zwar verstopft, aber er bleibt Optimist. Und dann traut sich ohne ihre Maske nicht mehr aus dem Haus. Und kommt hier draußen einer mal zu nah, dann rastet sie gleich aus. Immer wieder ließ sie ihre Dates mit Männern platzen. Und anstatt noch von mir heute über 20 Katzen, denn mit Tieren statt mit ihren ist man sicherer. Sie hat den Bogen raus. Wir stinken, verzichten und wir hungern, uns ist kalt. Doch wir sind darin die Besten und es gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod, denn wir knabbern am Leben, so wie am Gnadenbrot. Oh, oh. Am Gnadenbrot. Was auch immer die Medien berichten, für Jens ist alles wahr. Und Sudelmeier aus der Tagesschau ist für ihn ein echter Star. Früher war seine Devise, die Leute einfach machen lassen. Doch dann hat er angefangen, Querdenker zu hassen. Und seine schärfste Waffe gegen sie ist der Facebook-Kommentar. Und Stacy macht den allen um den Schwein mächtig Feuer unterm Arsch. Und wenn sie jemand hinfährt, macht sie mit beim Klima-Kindermarsch. Sie hat noch nicht kapiert, dass ihre Eltern kaum noch können. Ihr Vater nur am Saufen und Mutter oft am Flennen. Denn die Pleite kam längst über See, eine grüne Bagage. Wir stinken, wir verzichten und wir hungern, uns ist kalt. Doch wir sind darin die Besten und das gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Denn wir knabbern am Leben, so wie am Gnadenbrot. Oh. Am Gnadenbrot. Bitte, bitte, gib uns Gnadenbrot. Für die dummen Bürger Gnadenbrot, Gnadenbrot. Und Oma Inge hört auf die Regierung und lässt die Heizung kalt. Denn sie sagen, dass der Russe wieder angreift. Der kommt wohl schon recht bald. Sie will doch nur, dass Putin von der Bildfläche verschwindet und hat dafür sogar ihre Wohnung angezündet. Denn der Teelichtofen ist ja aus Versehen auf die Teppich geknallt. Und Hermann Schulze hat in seiner Firma jetzt nur als Kraft angestellt.
Krieg zur Zeit zu trennen trennt und rettet unsere Welt. Zuerst war Hamid glücklich, denn er konnte sich was verdienen. Aber dann ist er einfach überhaupt nicht mehr erschienen. Und Schulze zahlt für ihn und trotzdem weiter nimmt das Bürgergeld. Wir stinken, wir verzichten und wir unser Nutz ist kalt. Doch wir wollen alle retten und es gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Denn wir knabbern am Leben, so wie im Gnadenbrot. Oh. Am Gnadenbrot. Bitte, bitte, gib uns Gnadenbrot. Für die Untertanen Gnadenbrot, Gnadenbrot. Oh, oh, man klötzt ein klein bisschen nur. An allem wird sich leider auch nichts ändern. Und das ist auch der Plan. Der Krüger Meier Schulze sind keine Denker, aber gute Untertanen. Ein jeder, der was machen will, will ja nichts verlieren. Wir können ja den Job und den guten Ruf verlieren. Also packen wir den Untergang gemeinsam mit geschlossenen Augen an. Und dann, wir stehen, wir verzichten und wir hungern uns ist kalt. Aber darin sind wir spitze und es gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Denn wir klammern am Leben, so wie am Gnadenbrot. Oh. Gnadenbrot, bitte, bitte, gib uns Gnadenbrot, ein klitzeklein bisschen nur. Zukunft zu verlieren und mir reicht, dass meine Meinung nichts mehr zählt und jeder Vollidiot weiter ein Parteien wählt. Und mir reicht, dass unsere Kinder kaum was wissen und die Schuldigen sich einfach nie verantworten müssen. Und mir reicht, weil ohne Integrität alles vergeht. Mir reicht, dass wir uns niemals hier entfühlen, während Leute in Bilder meiner Pfandflaschen wählen. Und mir reicht, die Nachrichten belügen und den Lügner dafür auch noch richtig Kohle kriegen. Und mir reicht. Mir reicht. Und in der Tat, manchmal ist es hart. Und ich frage mich, ob es anderen immer noch so geht. Wie viele werden laufen, dass der Wind sich nochmal irgendwie dreht. Sollten alle wieder auf die Straße gehen, dann werden sie ja sehen, dass wir immer noch für unsere Freiheit zusammenstehen. Wer weiß, wie sie auf ganz leisen Sorgen wieder so viele über unsere Landesgrenzen holen. Und wer weiß, I'm
dass der Mensch sich nochmal irgendwie dreht. Wir sollten dann nochmal auf die Straße gehen, damit sie endlich sehen, dass wir immer noch für unsere Zukunft zusammenstehen. Dankeschön. Unbemerkt hat die Technik jetzt gerade nicht mitgemacht. So, als Finale mache ich jetzt noch ein Lied, das ich eigentlich immer ganz gerne spiele auf Demos. Das handelt von einer ganz wunderbaren Stadt im wunderschönen Mittelsachsen. Die haben auch schon einiges erlebt, wie hier wahrscheinlich aus. Die haben am Nikolaustag, da wurden die gekesselt, vor 3 Jahren und die haben aber nicht irgendwie zurückgezockt, die haben einfach ihr Lied gesungen, ihr Steigerlied. Und ich finde es immer schön, wenn jemand so ein Symbol hat. Und das kann ein Lied sein, das kann eine ganze Stadt sein. Zeilen wollte ich nur kurz verweilen, doch eine Woge von vielen hundert Menschen riss mich los, wo man heute noch wie Bergmann grüßt und das Wasser vorbei in Richtung Flachland fließt, sind die Ängste klein und die Herzen sind so unwahrscheinlich groß und sie singen ein Lied, das es schon seit vielen hundert Jahren gibt. Vom Steiger und seinem Licht in dunkler Nacht. Was auch immer alles noch geschieht, in der Stadt, die das Silber und die Freiheit liebt, ist der Widerstand der Sachsen aufgewacht. Man kann es noch so probieren, das Schicksal stoppt in seinem Lauf. Nicht mal der stärkste Ochse in Freiberg fällt auf. Zwischen eingeschlafenen Eisflächen ran, mal wieder die Menschen brechen, doch hart und spröde sind nicht nur Erze oder Stein. Und so wütet König gerne groß, wie wenn nicht der, die vollen Untertanen durchschicke Söldner durch die Tore in die Stadt hinein. Und drinnen singen sie ein Lied, das es schon seit vielen hundert Jahren gibt, vom Steiger mit seinem Licht in dunkler Nacht. Was auch immer alles noch geschieht, in der Stadt, die das Silber und die Freiheit liebt, wird der Widerstand immer wieder neu angefacht. Man kann es noch so probieren, das Schicksal stoppt in seinem Lauf. Nicht mal der dümmste Esel, Freiberg, hört auf. Zeiten ausgewittert und noch stehen sie noch immer aufrecht Hand in Hand. Das mag ein Funke nur gewesen sein, doch heute leuchtet der wunderbare Kerzenschein in freien Städten, überall in einem freien Land. Und überall singen wir das Lied, das es schon seit vielen hundert Jahren gibt, vom Steiger und seinem Licht in schwarzer Nacht. Was auch immer alles nachgeschieht, in der Stadt, die das Silber und die Freiheit liebt, wird der Widerstand immer wieder neu angefacht. Man kann es noch so probieren, das Schicksal starb in seinem Lauf. Nicht mal der größte Tyrann, Freiberg, hört auf. Man kann es noch so probieren, das Schicksal starb in seinem Lauf. Auch keine weitere Hundertschaft, Freiberg, hört auf.
wieder auf. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da wart. Kommt gut nach Hause. Lasst euch nicht umkommen. Ja, ich kann das hier nicht beenden. Ich bin nicht der Ampel, ja. Da kommt er. Ja, auch wenn wir nicht viele waren heute, wir machen weiter. Wir sehen uns am 15. Montag um 18.30 Uhr. Ich danke euch, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.